Hallo zusammen zu meinem insgesamt 81. Video. Ich habe wieder drei neue Apps für euch und diese Folge ist besonders, weil ich habe, ja, also nicht besonders für euch, aber besonders für mich. Ich habe nämlich alle Promo-Codes hier gespendet bekommen halt von den Entwicklern. Vielen, vielen Dank und dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Die kosten alle 79 Cent, drei Apps habe ich für euch und das erste nennt sich iStunt. Ist auch ganz neu draußen und ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich hoffe, das stellt hier ist ein bisschen unscharf. Naja, egal. Ich gehe hier einfach mal auf Play und dann sieht man hier schon die Level. Es gibt insgesamt 18 und die sind relativ schwer. Also die sind am Anfang natürlich ziemlich leicht. Hier sieht man auch Tutorial, Beginner, Stunts, Second Chance. Die sind auch noch relativ einfach, aber das wird wirklich, wirklich schwer. Ich zeige euch einfach mal ein cooles Loopings. Und dann geht das halt hier so, hier wird Gas gegeben und ihr seid hier dieser Snowboarder und dürft halt nicht mit dem Kopf irgendwo dran stoßen, das sollte klar sein. Und ihr könnt in die Hocke gehen, indem ihr nach unten zieht, ihr könnt springen, indem ihr so nach oben flippt und ihr müsst halt einfach versuchen ans Ende des Levels zu kommen. Durch die Accelerometersteuerung steuert ihr den sozusagen. So, und dann für Perfect Landing, wie ich das hier geschafft habe, gibt es dann auch nochmal extra Punkte. So, und da muss man jetzt aufpassen, weil dann geht es an der Decke weiter. Also ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Man muss auch, wenn ihr dieses Schild gerade seht, dann landet man halt an der Decke und dann muss der iPod rip, ganz schnell rumgedreht werden, damit man wieder in der richtigen Position ist. Wirklich schön designt. Es gibt halt leider nur etwas wenig Level, aber die bieten schon viel Umfang und ich denke, da wird durch Updates auch noch irgendwas nachgeliefert werden, weil der Level-Designer hat wirklich gute Arbeit geleistet, weil dadurch, dass es diese Gravitationsunterschiede gibt, das heißt, dass ich manchmal auf dem Kopf fahre sozusagen, dadurch macht das Level richtig interessant. Mein einziger Kritikpunkt, den ich anbringen muss, ist das Springen, weil das mag ich irgendwie nicht. Hier sieht man dann, wie wenig der hüpft. Da ist mir auch ein bisschen wenig Feedback vom Spiel. Das wäre auch wirklich mein einziger Kritikpunkt neben dem geringeren Umfang. Ich finde, 18 Level sind auch schon relativ viel, weil man braucht auch ein paar Versuche, bis man es geschafft hat. Man kann auch noch rein und rauszoomen, wer es braucht. Das heißt, ich kann auch hier so fahren. Und dann wird auch rangezoomt, wenn schwierige Stellen kommen. So, und zack. Wenn ich hier jetzt nicht gestorben wäre, dann würde ich da an der Decke weiterfahren. Also, ist ein richtig interessantes Spiel. 79 Cent kostet das. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ist auch gerade erst neu. Das haben noch nicht so viele Leute. Und, also mir gefällt's gut. Ist halt eine einfachere Grafik auch noch. Aber es ist sehr, sehr interessant. Okay, dann gehen wir weiter zum nächsten App, was vielleicht manche schon kennen. Es nennt sich Frantic und ist auch wirklich so ein Suchtspiel. Also man hat hier in der Mitte tauchen immer so, stellt euch vor, dass hier wären Torten. Und dann tauchen in der Mitte immer so Art Tortenstücke auf und die muss ich dann hier immer hinsortieren. Und ich muss versuchen, die Kreise voll zu kriegen. Die haben dann auch noch verschiedene Farben. Und ich muss halt versuchen, so viele Farben wie möglich, so viele Steine von einer Farbe in einem Kreis unterzubringen, umso mehr Punkte gibt's. Wenn ich den Stein nicht verteile innerhalb der Zeit, die ich habe, die ist auch sehr, sehr begrenzt, dann verliere ich hier oben ein Leben. Ich zeige euch es am besten mal. Eins, los, den setze ich hier oben hin, den setze ich da unten hin, setze ich da hin. Gelb, orange. Am Anfang ist es halt noch nicht so anspruchsvoll, aber wenn das Spiel dann wirklich anfängt, schnell zu werden, dann muss man wirklich auch sehr, sehr schnell reagieren. Das setze ich mal da unten hin, das setze ich auch da unten hin. So, und jetzt habe ich ja schon fast wieder einen voll, den muss ich jetzt da hinsetzen. Und so geht das Spiel halt immer weiter. Ist wirklich interessant, gefällt mir auch gut. Oh, hier muss man sich echt konzentrieren, hier kann man nicht viel reden. So, zack. Muss ich das jetzt hin? Ja, muss ich jetzt da reinsetzen, damit ich kein Leben verliere, weil man sieht hier schon, es ist schon wieder fast alles voll. Ach komm schon. So, zack. Und da ist er. Und extra Leben gekriegt. Ja, den setze ich da noch hin.
ihr seht schon, ich bin ziemlich konzentriert bei der Sache, weil man hier auch wirklich aufpassen muss, was man jetzt wohin setzt, weil ein falsch gesetzter kann den ganzen Kreis ruinieren oder dann stirbt man schneller und so. Also richtig Konzentration ist hier gefragt. Aber genau das macht das Spiel auch gut. Es ist ein schönes Spielprinzip, ist auch schön präsentiert, wie ich finde. Und ja, also ich kann wirklich nicht viel Negatives über diese App sagen. Für 79 Cent erhält man ein richtiges Suchtspiel. Boah, ich bin echt super. Den setze ich da noch hin. Da noch hin, da noch hin. Ich habe auch noch ein Video zu machen, ne? Ja, aber auf jeden Fall cooles Spiel. Hier oben sieht man dann so ein Zeichen, was blinkt. Dann kann ich hier einmal alle wegmachen. Ich kann hier auch mal zwei Punkte. Also bietet viel Umfang, bietet viel Abwechslung, will ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist ein Spielprinzip, was einen bei Laune hält. Und ja. Für 79 Cent auf jeden Fall mal reinkommen. Ist ein richtig cooles Spiel. Frantic heißt das. Und ja, viel Spaß mit dieser App. Entschuldigung. Okay, und die letzte Application, die ich euch zeigen will, nennt sich Run Stick Run. Ich mag wirklich diese Pausenmusik. Ich mach die mal kurz an. Schade, dass es die, während man spielt, dann halt nicht mehr gibt. Ich zeige euch am besten mal, was ihr machen müsst. Es gibt hier verschiedene Tracks, das heißt verschiedene Strecken. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9, die 10. Also es gibt 9 verschiedene und die 10. ist dann halt Zufall. Ich nehme jetzt mal hier Zufall. Und ich will, man ist dieses kleine Männchen und muss einfach versuchen, so weit zu kommen wie möglich, indem man irgendwo auf dem Bildschirm tippt, hüpft man. Und man sieht schon, richtig schnelles Spiel. Und wenn ich mich hier oben dran halte, kann ich auch nochmal mit dem Flugzeug rumfliegen. Das nimmt mich dann ein Stück mit. Je länger ich drücke, desto höher springe ich. So. Ich kann das hier mal demonstrieren. So, wenn man lange hüpft, hüpft man weit. Wenn man lange drückt, hüpft man weit. Mann, ich hab's heute aber auch. Heute muss echt so ein Donnerstag sein. So. Und hüpfen. Und jetzt kann ich mich ja auch noch dranhängen. Man muss natürlich aufpassen, dass man auch richtig landet. Und ja, ist ein schönes Spiel. Ich mag besonders die Grafik, weil es muss nicht immer so eine Hammer-Mega-Grafik sein. Und ich finde das einfach schön gezeichnet. Und besonders diesen Papierhintergrund, der gefällt mir gut. Ja, jetzt bin ich zu weit nach unten geflogen. Ja, was gibt's noch dazu zu sagen? Die App kostet 79 Cent. Und ist wirklich ein schönes Spiel mit Suchtfaktor. Ist schon ein bisschen Suchtfaktor, weil man will natürlich immer wieder den Highscore knacken. Ist ein Highscore-Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Online oder Offline nur gibt. Gibt, glaube ich, sogar Online mit Open Find-Unterstützung oder so. Aber da bin ich nicht so ein Freund von. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole App für 79 Cent. Oh, na toll, jetzt habe ich verloren. Ich wäre voll weit gekommen. Okay, hier sieht man, Personal Best wird auf jeden Fall hier angezeigt, Free Highscore. Da sehe ich auch nochmal unregistrierter User, ja. Und dann kann ich meine auch nochmal sehen und dann kann ich die auch im Internet dann sehen, wenn ich die, wenn ich mich da anmelde. Also, ist eine richtig schöne App, kostet 79 Cent, hat auch einen gewissen Suchtfaktor und... Ja, ich denke, mehr gibt's dazu auch erstmal nicht zu sagen. Deswegen beende ich das hier mal. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und abonniert mich, kommentiert mich. Schönen Tag.